Ah, Kolfik. Entschuldigung. Ich wollte gerade noch was anderes gucken, weit weg von zu Hause. Das war das, der Sitzer, die Stimme, abtrünniger Ritter. Genau, das war nämlich auch noch ein Quest. So. Ausreger, ein Ausbilder der Expeditionsleiter im Kupferweg, hat berichtet, dass ein Bussard sich irgendwo auf Burg Schmelzigel im Unfall befindet. Er hat auch erwähnt, dass Penfelm, der Waffenmeister, einer der Offiziere gewesen sei, die ihn haben ausschließen lassen. Und dass er das Erbstück wohl nicht freiwillig herausgeben werde. Osric hat mich gebeten, einen Bussage von Penfelm wieder zu beschaffen. Er glaubt, dass sein Rivale ein Dokument gefälscht hat, indem er die Dinrothstraße, die Reinheit der Seele, bestätigt hat. Wenn ich Penems Betrug beweisen kann, habe ich vielleicht ein Druckmittel, um den Bussage zurückzubekommen. Ja, wo war die Dunrüthstraße? War die im Erbhügel oder war die... Naja gut, das müssen wir mal sein lassen. Ich weiß nämlich jetzt gerade nicht, wo die Dunrüthstraße gewesen ist. Das hatte ich nämlich schon vergessen. Ich war nämlich der Meinung, dass das irgendwas in Ondras Geschenk war. Aber hier haben wir doch schon alles eigentlich abgeklappert. Oder? Ja. Aliasische Handelsgesellschaft. Der salzige Mast. Erbhügel. In den Erbhügel konnten wir noch nicht gehen. Ein Flüchtling. Noch mehr Flüchtlinge. Und der Justica. Dann bleibt uns so das verfallene Haus hier. Und hier sind nur die Süchtigen. Genau, die haben uns gar nichts zu sagen. Also lassen wir die Sucht diesmal in Ruhe. Waffen und Schilde verleihen Boni, die mit Boni von anderen Gegenstandstypen addiert werden. Na, das ist gut zu wissen, weil die anderen Gegenstandstypen heben sich gegenseitig auf. Da wird nur das Größere immer genommen. Also, das kann ich mal kurz erklären. Das habe ich auch irgendwann gemerkt. Was hätten wir denn zum Beispiel? Hier, genau, Reflexe plus 1. Das gibt mir 5 Reflex. Edda hat schon einen Umhang, der ihm Reflexe gibt. Nehmen wir mal kurz die Handschuhe ab. Wenn ich ihm jetzt die Reflexe geben würde, hat er immer noch 41. Wenn ich ihm den Umhang abnehme und das Ding, genau. Das heißt, die beiden Sachen sind nicht kumulativ, die addieren sich nicht. Nur so. Geht das gut. Hat noch irgendjemand keine Schriftrollen? Ja. Schriftrollen müssen wir dringend mal verbraten. So, das heißt, wir haben alles abgegrast und den Jungen nicht gefunden. Höchstens, ich habe ihn irgendwo im salzigen Napf übersehen. Lass mich sehen, was du hast. Ja, der hat die ganzen Edelsteinchen und Dietriche. Ah, die Triche kann ich mal mitnehmen. Mal kurz gucken, was der Burgausbau macht. 19 Stunden noch, also nicht mal mehr ein Tag.
Das heißt wieder den salzigen Mast, was mehr ein Bordell ist als eine Taverne. Bordellgast, Bordellgast. Noch ein Bordellgast, aber hier im in den Hinterzimmern hat er sich nicht irgendwo zufällig versteckt. Nein. Und in der Küche wahrscheinlich auch nicht. Die anderen Leute, die können wir eigentlich in Ruhe lassen. Okay, du bist ein Bordellwächter, du bist ein Bordellgast. Bordellwächter. Reden wir mal mit dir wieder. Hail, Traveler. Vielleicht haben wir ein paar Stammgäste. Ich habe Fragen. Erzähl mir mehr über dein Geschäft. Sie reibt sich ihr Genick. Angesichts all dieser Probleme läuft es nicht so gut, wie ich es gerne hätte. Ich betreibe ein jährliches Geschäft und versuche nur den Leuten ein bisschen Erholung und Entspannung zu verschaffen. Sie nickt dir zu und senkt ihre Stimme. Wenn du mir aus der Patsche hilfst, werde ich mich für dich um einen Sonderrabatt kümmern. Was weißt du über diese Angriffe? Sie winkt mit der Hand ab. Du musst nur hinausgehen, da siehst du es mit deinen Augen. Die Schläger warten gleich vor der Tür und belästigen jeden, der kommt oder geht. Sie schätzt dich ab. Dich aber hätten sie wohl durchgelassen. Kann ich dich noch was anderes fragen? Auf Wiedersehen. Dann reden wir nochmal mit ihr. Immer eine gute Sache, ein paar warme Körper hier drin zu haben. Hast du schon Fortschritte mit den Schlägern gemacht? Darüber wollte ich mit dir reden. Wie ich gehört habe, sollst du die Preise erhöht haben. Was soll ich denn sonst tun? Ich muss für beide Angestellten und ihre Kunden bestimmte Maßnahmen ergreifen. Ich muss für meine Angestellten und ihre Kunden bestimmte Maßnahmen ergreifen. Besonders weil es hier im Viertel so viele Hohlgeburten gegeben hat und da die Preise für Bittergurken so hoch ist, bleibt mir keine Wahl, als beide auch zu erhöhen. Sie tippt mit einem Finger an die Brust. Und wenn ich mir ansehe, mit welchem Beispiel die Dominis vorangehen, dann fangen wir bloß nicht mit Halsabschneiderei an. Ich könnte mit den Dominis über die Bittergurkenpreise sprechen. Sie hebt ihre Arme. Hier ist dein Hals. Bekannter Dominel sollte am einfachsten zu überzeugen sein. Sie kümmert sich um die Buchhaltung der Familie. Mit ein bisschen Glück kannst du sie in ihrer Villa drüben in Farnheim finden. Sieh dich aber vor, sieh dich bei allem vor. Sieh dich bei allen von ihnen vor. Ich bin für etwas Ruhe gekommen. Laut, leise, wie du willst, solange du im Voraus zahlst. Ich habe Damen, Kerle und ein paar, bei denen ich mir nicht sicher bin. Du kannst mit allen reden, die dir gefallen. Wenn dir aber Serre gefällt, kannst du direkt mit mir verhandeln. Was kannst du mir über Serre sagen? Sie lacht. Ach, Schätzchen, du musst neu in der Stadt sein. Sie ist das gefragteste Mädchen im ganzen Viertel. Wenn du eine Zeit mit dir verbringen möchtest, dann musst du nur fragen. Sie kostet 1000 Palm pro Nacht, aber sie ist jede Mütze wert. Zumindest sagen das die Leute. Willst du es mal probieren? Sie knufft dich in die Rippen. Besser kannst du dein Geschenk gar nicht anlegen. Ein anderes Mal vielleicht. Auf Wiedersehen. So, jetzt reden wir nochmal mit dir. Kann man nicht bei Ruhe was trinken? Na, hilft mir nicht weiter. Hier sitzen nur Bordellgäste. Die Tanzenden hier sind... Denen kann ich in die Seele gucken. Hier ist eine ziemlich anschauliche Zuneigungsbekundung an jemanden namens Serel. Bordellwächter und der Chefkoch. Das hilft mir alles nichts weiter. Hat sie uns vielleicht noch was sagen? Nein. Das hilft mir jedenfalls alles nichts, den Jungen zu finden. Super, jetzt
Muss ich mit den Dominals verhandeln, die mich sowieso schon hassen? Ich habe eigentlich eh so das Gefühl, dass mich gleich all ihre Leibwächter angreifen werden, wenn ich ihr Haus betrete. Was nicht so toll wäre. So, wie viel Uhr haben wir? Dritte Stunde. Es wird langsam morgen. Ich nehme mal an, hier hätten wir auch hoch können, als wir bei dem Schiffswrack waren. Aber egal, was man macht, nichts hilft. Ich weiß nicht, wo der Junge steckt. Und hier ist wirklich niemand, den man fragen kann, ob er ihn gesehen hat. Hier ist nur ein betrunkener Matrose, aber der hilft mir nicht weiter. Und die Kurtisane halt. Hier sind nur Flüchtlinge. Okay, dann bleibt jetzt erstmal nichts anderes übrig, als zurück nach Farnheim zu gehen. Erbhügel, da können wir noch nicht rein, also zurück nach Farnheim. Dann gehen wir erstmal zu den Dominals, gucken wir mal, ob wir verhandeln können. There. How is it you Aethasians stay so optimistic? The world has not given your kind much reason to hope. You get to a certain point and you realize you got two options. You can go mad with grief and tear out all your hair and check yourself into the sanitarium, or you can wait for better days. Well, feathers in my case. But I understand your point. Okay, sehr interessantes Gespräch. Das hier müsste Villa Dominel sein. Quick-Safe-Sicherheitshalber. Und dann mal rein da. Noch will ich keiner angreifen. Der stämmige Wächter beugt sich ab. Ich erkenne dich nicht. Was hast du mit dem Haus Domine zu schaffen? Ich muss mit Brikanta Domine sprechen. Wenn du das sagst, ist sie im obersten Stockwerk, im Zimmer am Ende der Halle. Achte auf deine Manieren. Okay. Vielleicht habe ich ja das Glück und kann mich ein bisschen beim Haus Domine etablieren dafür. Für das, was so passiert ist. Dominelwächter, jede Menge Dominelwächter. Dominelbediensteter. Du musst ein Volk von Abrikat sein. Well met, friend. Diese Frau muss zwar schon mittleren Alters sein, doch auf ihrem Gesicht ist keine Falte zu sehen. Ihre großen grünen Augen blicken wachsam hinter einem Vorhang aus glänzenden schwarzen Haaren hervor. Sie mustert dich. Ich glaube, wir sind uns noch nicht begegnet. Ich würde mich an dich erinnern. Was tust du hier? Sie musste dich von oben besuchen. Sagen wir einfach, ich bin Händlerin. Ich handle mit gewissen Waren, die meine untriebigen Kinder und mein Gemahl zufällig finden. Umtriebigen Kinder. Aber ich handle nur mit besonderen Freunden. Und wenn wir uns zu solchen werden wollen, musst du mir einen kleinen Gefallen tun. Und was für einen? Sie verschränkt die Arme und blickt dich aus den Augenwinkeln an. Es gibt eine gewisse Person, nennen wir den Kerl Kolfek. Er hat mich beleidigt und ich möchte ein Exempel an ihm statuieren. Was genau soll ich mit ihm tun?